Ja. Der Gerichtspräsident wartet auf seinen Auftritt. La Cour! Gleich wird am höchsten Gericht der EU Recht gesprochen. Aber der Reihe nach. Ich bin am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Hier wird seit 70 Jahren über EU-Recht entschieden. Hier draußen sieht das alles sehr abstrakt aus, aber da drin geht es um sehr konkrete Dinge. Und ich schaue da jetzt mal hinter die Kulissen. Das ist auch für mich was Neues, auch wenn ich für die Tagesschau und das MoMA natürlich schon oft hier war. Denn was der EuGH entscheidet, betrifft uns alle. Ich habe hier schon viele spannende Tage erlebt. Zum Beispiel, als die geplante deutsche Pkw-Maut gekippt wurde und das von 0 auf 100 in Deutschland eine riesige politische Welle ausgelöst hat. Auch heute ist eine Verhandlung hier im großen Saal. Es geht um eine Umweltklage zu einem Bauprojekt in Irland. Wer hört hier eigentlich zu heute? Ich frage mal nach. Warum ist das spannend für Sie hier? Ja, wir haben alle Jura studiert, jeweils in unseren Ländern. Und das ist enorm, im größten Gericht, im eigentlich der höchsten Instanz sitzen zu dürfen, reinzuschauen, zuhören zu können. Und, ja. Die Anwälte sind da, gleich geht's los. Jedes EU-Land stellt am EuGH eine Richterin oder einen Richter. Von den 27 sind heute 5 im Einsatz. Die deutsche Professorin Juliane Kokott ist hier Generalanwältin, wird dem Gericht einen Entscheidungsvorschlag machen. Sie werde ich später noch treffen. Bei so viel Internationalem sind Dolmetscher besonders wichtig. Juristische Texte sind schwer verdauliche Kost, erzählt mir Dolmetscherin Tina Omahin aus Slowenien. Jede Partei kann hier ihre Ansicht präsentieren. Da zählt jedes Wort. Unsere Übersetzung wird auch aufgezeichnet. Darum ist das eine große Verantwortung. Und was heißt EuGH in Ihrer Muttersprache, will ich wissen? The court in Slovenien is called Evropsko sodišče. Thank you very much. You're very welcome. Und dann schaue ich direkt hinterm Gerichtssaal im Reich von Stefanos Krassas vorbei. Einer von über 2200 Mitarbeitern hier. Er ist unter anderem zuständig für den perfekten Sitz der Richterrobe, stammt aus Griechenland. Die interne Arbeitssprache am EuGH ist Französisch. Wie der weiße Stoff um den Hals heißt, möchte ich wissen. Rabat oder Bavette, sagt er mir. Auf Deutsch das Bäffchen. Ich habe den Eindruck, Sie lieben Ihre Arbeit. Ja, sicher, das ist schon was Besonderes. Es gibt nicht viele, die so nah an den Richtern sind wie wir. Wirklich nicht. Sie sind also wirklich nah dran? Ja, schon. Es gibt natürlich gewisse Grenzen, klar. Ein bisschen muss die Robe noch auf ihren Einsatz warten. Ihre Farbe, Bordeaux-Rot, hat übrigens früher mal ein deutscher EuGH-Richter vorgeschlagen. Und ich suche jetzt mal die deutsche Generalanwältin in diesem Labyrinth der Passagen und endlos Flure. Also Treppen gibt's hier echt in allen Varianten. Geschafft, da ist sie. Juliane Kokott ist seit 19 Jahren Generalanwältin hier in Luxemburg. Ich höre immer mal wieder, Europa sei weit weg von den Menschen. Was meint sie dazu? Was haben die Fälle ganz konkret mit den Bürgerinnen in Deutschland, aber in ganz Europa zu tun? Unwahrscheinlich viel, weil der Europäische Gerichtshof ständig sich für den Einzelnen im Gegensatz zum allgemeinen Interesse oder zum Staat oder zu den allgemeinen Regeln einsetzt. Ja. Ganz große Verdienste hat er in Bezug auf die Gleichberechtigung der Frau, die Verbraucherrechte, die Arbeitnehmerrechte, auch der Umweltschutz wird durch den EuGH befördert. Eines meiner Lieblingsurteile aus Luxemburg ist ja, wer als Verbraucher online eine Matratze bestellt hat, darf sie auch nach dem Probeliegen noch zurückschicken. Mitten aus dem Leben halt. Einsatz für die Robe. Der Präsident des Gerichtshofs, Koen Lennartz, ist Belgier. Er wird gleich eine Eilentscheidung verkünden, ob ein Mann in die USA ausgeliefert werden darf oder nicht. Ein bisschen Zeit hat er noch. Danke. Was bedeutet denn die Robe? Eben hatten Sie einen Anzug an und jetzt eine Robe. Was symbolisiert das für Sie? Wenn man die Robe anzieht, dann ist man im Amt. Und dann erfüllt man eine andere Rolle. Mhm. Für die Richter ist es natürlich die Rolle, das Recht zu sprechen. Sie müssen arbeiten. Danke. Los geht's. Pünktlich geht's zu am Gerichtshof. Den Blick von hier drinnen kannte ich bislang noch nicht. La Cour! Und habe heute hier in Luxemburg jede Menge offene Türen erlebt.